Steppenlandschaft, soweit das Auge reicht. Pferde und Rinder auf ausgetrockneten Feldern und Wiesen. Wir sind im Landkreis Sömmerda im Thüringer Becken, derzeit einer der trockensten Regionen Deutschlands. Es ist schon unglaublich trocken hier. Man könnte fast meinen, man steht hier irgendwo in der Prärie in Texas. Das Wasser fehlt hier wirklich an jeder Ecke. Gerade mal 132 Liter Regen auf den Quadratmeter fielen hier bislang in diesem Jahr. Das sind nur 27% der Gesamtjahressumme. Auch in den Wäldern ist der Trockenstress zu spüren. Nun sind davon sogar schon alle Baumarten betroffen. Offensichtlich ist so, seit diesem oder vorgesagt beginnt, dass auch Jungbäume schon schwächeln. Also nicht nur die alten Bäume, die sowieso schwerer haben und wesentlich mehr Wasser brauchen. Dass eben auch junge Bäume hier, wie aus der Naturverjüngung ersichtlich, auch kein Wasser haben. Ne? Und dass es halt auch über alle Baumarten geht. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die Fichte, die war natürlich am extremsten betroffen, weil dann natürlich dann auch der Borkenkäfer noch mitgeholfen hat. Aber es geht über alle Baumarten im Grunde genommen diese Trockenschäden im Moment. Bevor der Mensch kam, war das ja alles Laubmischwald hier in diesen Regionen gewesen. Auch Nadelgehölz, auch nicht in diesem Umfang. Ne? Und die schwächeln natürlich jetzt am meisten, weil die Fichte braucht relativ viel Niederschläge. Man sagt so 600, 800 mm und aufwärts pro Jahr. Und wir haben ja hier in normalen Zeiten 550, 600 und die letzten Jahre noch unter 500 mm. Also kann uns auch die Natur zeigen, was für Baumarten nicht hierher kommen. Weil wir müssen als Förster auch reagieren. Was machen wir jetzt? Stecken wir den Kopf in den Sand? Oder sagen wir, nee, wir arrangieren uns mit dem Wetter, mit den Wettererscheinungen und unser... Philosophie ist, dass wir einen artenreichen Wald haben, viele Baumarten, gemischt auf der Fläche, viele Altersstufen von der Naturverjüngung über schwaches Baumholz, mittleres Baumholz bis zum Altbestand und davon eben bunt gemischt Baumartenvielfalt auf der Fläche. Dass, wenn eine Baumart mal schwächelt, dass die anderen Baumarten praktisch den Platz einnehmen und das kompensieren praktisch. Langanhaltender Regen wäre dringend nötig, dieser ist jedoch weiter nicht in Sicht. Aus Thüringen, ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online. Wie das Wetter wird, mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren.